Musik? Machen. Nehme ich an. Gute Frage. Gute Musik bestimmt. Gibt es nicht Legenden? Ja. Moment, ihr seid doch elf. Ihr kennt euch doch bestimmt mit Musik und so aus. Habt ihr mal was von den Posaunen gehört? Posaunen von Pericum. Nun, ich kenne diesen Pericum nicht, aber wenn er Posaunen macht, die nach ihm benannt sind, wird er gut sein. Es ist eine Stadt. Richtig. Richtig, und diese Posaunen sind heilige Stücke der Rondra-Kirche. Ja, was machen die? Ich mache nur aus Jux und Dollerei, meine Götterkulte. Nicht genug. Bei weitem nicht genug. Gut, die suchen diese Posaunen. Ist ja auch schön und gut, aber wollen wir überhaupt, dass die haben? Nein, Ayla hat sie. Und ich denke, Ayla ist eine Person, der man vertrauen kann. Wenn ich ja, aber wollen wir, dass Ayla denen die gibt? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das göttliche Artefakte, die nur von Geweihten benutzt werden können, von Rondra-Geweihten. Ja, das denke ich auch. Ich denke nicht, dass selbst wenn das Schwert der Schwerter sie übergeben würde, dass sie in den Händen von einer nicht Rondra-geweihten Person überhaupt wirken würden. Ich finde es absurd, dass Rondra-Geweihte hätte ich nie so eingeschätzt, dass sie besonders gut Musik machen können. Naja, es sind so Kaputtmach-Instrumente sozusagen. Nicht, dass ich sagen will, dass wir dem Reichsverräter und der Frau, die so oft die Seiten gewechselt hat, dass sie nicht mal selber weiß, auf welcher Seite sie ist, Rondra-heilige Artefakte geben sollten, aber wir sollten denen keine Rondra-heiligen Artefakte geben. Sie wollen doch dasselbe wie wir. Warum misstraut ihr ihnen so? Und wie ist das denn mit diesen Artefakten? Weil sie ständig alle verraten. Kiaras. Ne. Haben sie euch denn verraten? Oder wenn ihr mich als Teil des Mittelreiches direkt seht als Ritter, dann potenziell ja. Oder dich, Boltax? Nein, kenne die Frau nicht. Hatte nie was mit ihr zu tun. Genauso wenig wie diesen Answin. Doch, wobei, ich habe ihn einmal gesehen, da war er noch so klein. Aber... Und der Leomar, der sie retten wollte, wollte mich umbringen. Das ist ein Punkt? Aber das wollten viele, oder? Sie wollen das Gleiche wie wir. Und wir haben keine Spur. Na doch, wir holen das die Dinger selber von Schattengrund, aber geben die denen nicht. Ja, was? Wir können sie nicht benutzen. Ja, aber wir können Schattengrund sagen, sie sollen nach Gareth laufen und dich, wem auch immer, der da herrscht, anschließen. Also, wenn man... Haben wir keinen Reichsverräter? Diese Artefakte... Die Dinger gegeben? Hätten. Ja, würden sie überhaupt beständig sein oder würden sie wie ein Manifesto-Element nach einer gewissen Zeit einfach wieder verschwinden? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man göttliche Artefakte hat oder ruft oder wie auch immer man das macht. Wisst ihr darüber mehr? Nun, ich habe in Zorgan einmal mit der Tempelvorsteherin darüber geredet, was es bedeuten könnte, den Schleier von Raya zu beschwören. In der Tat bleiben die Artefakte nicht vorhanden. Sie werden von den Göttern geschickt und nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, werden sie wieder zurückerholt. Ah, okay, dann haben wir überhaupt keine Probleme, denn die Artefakte wären dann nicht im Besitz von denjenigen, denen Raphim so misstraut, also haben wir... Nein, aber die Frau... Ja und? Aber ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass die Talismane eurer Götter nicht wirklich aushelfen. Das ist das Schwert der Schwerter. Ich glaube, die Frau kann sich selbst verteidigen, wenn... Gegen 500 Mann? Nein. Nein, wir sind ja eine kleine Gruppe nur, die gegen Wahrung zieht. Richtig. Wir übergeben die Frau. Nicht missbraucht werden. Wir übergeben die Frau. Oder wir sagen ihr, sie soll hier hinkommen. Sie kommt hier hin und der Mann, wenig überraschend, als Reichsverräter verrät das Reich. Und tötet dann das Schwert des Schwerter. Dann haben wir große Scheiße gebaut. Der Mann ist vielleicht Reichsverräter, aber ich glaube nicht, dass er sich den Göttern gegenüber versündigt. Meinst du neben seiner Paktierer-Freundin? Sie war keine Paktierin. Sie war eine Reichsverräterin, aber keine Paktierin. Der Meister des Dämonenhofes da. Ja, sie war keine Paktierin. Wir konnten keine Male an ihr feststellen. Aber mir, ihr kennt diesen Menschen doch. Hat sie euch jemals etwas zu Leide getan? Nun...
Sie hat mir nicht direkt etwas Leide getan, aber ich will ihr auch nicht meinen Rücken zudrehen. Warum nicht? Nun, nach so jemandem geben wir das Schwert der Schwerter. Sie zeigte in der Vergangenheit Charaktereigenschaften, die nun nicht gerade vertrauenserweckend sind. Zum Beispiel? Verrat? An Selbstsucht? Noch mehr Verrat? Wann hat sie euch denn verraten? Ihr sagte gerade, sie tat euch nichts zu leide. Nun, sie hat das Reich verraten. Sie hat die Truppen verraten unter ihrem Kommando. Wie? Sie hat alle die 12 göttlichen Lande verraten, indem sie mit Borbarat kämpfte. Für Borbarat kämpfte, unter ihm kämpfte. Ja, aber wenn es wirklich so war, wie sie gesagt hat und dass sie eigentlich als Doppelagentin gearbeitet hat, ich weiß nicht, ich habe den Punkt vom Elfen, glaube ich, verstanden. Und ihr, Rafim, dieser Schattengrund ist doch ein hoher Anhänger eurer Götter, nicht wahr? Schattengrund? Ihr verwechselt etwas, fürchte ich. Eiler von Schattengrund ist die Hochgeweihte, die höchste Geweihte der Ronda. Nicht das Chor. Richtig. Nun sage ich doch, wenn sie dies ist, wird sie sich wohl sicherlich, wenn sie irgendwo hingeht, nicht alleine dorthin begeben. Schließlich habt ihr ja die Angewohnheit, eure hohen Anhänger der Götter zu verteidigen. Das wissen wir nicht. Bin mir nicht sicher, wie viele Geweihte sie noch hat. Ein Großteil der Männer und Frauen unter ihrem Kommando wird vermutlich tot vor Wehrheim liegen. Ich bin mir auch sicher, dass, welche Entscheidung auch immer getroffen wird, ihr die sicher nicht für andere Menschen treffen könnt. Denkt ihr nicht auch? Aber fragen könnt ihr sie wohl immer. Aber wenn ich der Frau das empfehle und danach wird die Frau, was auch immer mit ihr dann passiert, bin ich schon mitverantwortlich, denkt ihr nicht? Und was tun wir sonst? Ich denke, sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Genau, ob sie nun gut oder falsch sind. Mein Vorschlag ist ja auch nicht, die Frau nicht zu suchen. Mein Vorschlag ist, der Frau zu sagen, sie soll nach Gareth gehen. Erinnert und sich euch, dann der Befreiungsarmee von dort aus anschließen. Erinnert euch an jetzt kommt Sinatelli diese Armee denn? Mit Sicherheit. Und wo ist die jetzt? Wird gerade aufgestellt. Sehe eine gewisse Parallele zwischen unserer Situation, die wir hatten, als wir mit Helmer Hafax einen Handel eingegangen sind und in dieser Situation. Nur ist Helmer Hafax ein Heptarch und auf jeden Fall verdorben. Bei ihr weiß man es nicht und diesen Anzug schätze ich jetzt nicht so ein, als wäre er wirklich den Dämonen verfallen. Im Gegenteil, er ächtet ja jegliche Person, die sich über die Maßen dazu hingegeben hat, namentlich Dexter Nemrod und Galotta, die ja irgendwie damit im Bilde waren. Ich habe keine Ahnung, welche genaue Beziehung er jetzt zu den beiden hat, aber das ist mir auch egal. Fakt ist allerdings, dass wir ja tatsächlich eine solche Situation schon einmal hatten und dieses Gespräch in dieser Art und Weise schon einmal geführt haben. Ich finde es wenig gewinnbringend, denn letztlich ist Ayla von Schattengrund sicherlich sowohl taktisch als auch kämpferisch zumindest uns überlegen und wir wissen, was sie tut, wenn wir ihr diesen Vorschlag unterbreiten. Letztlich müssen wir auf ihre Weisheit und Führungsstärke vertrauen. Deshalb würde ich mir an dieser Stelle gar keine Gedanken darum machen. Ja, es geht mir auch nur darum, dass wir die andere Option auch vorschlagen. Ihr könnt ihr gerne Optionen vorschlagen, aber sie wird letztendlich sich entscheiden, zu dem entscheiden, wozu sie denkt, dass sie die richtige Entscheidung ist. Natürlich, was soll sie sonst tun? So oder so, also ihr könnt ihr alle eure Vorschläge oder nun ja, Vorhaltungen bezüglich Anziehens natürlich auf den Tisch legen, aber wir wissen nicht, das habe ich doch auch gesagt. Wir wissen nicht, wie sie sich entscheidet. Töne. Ich kenne die Frau ja nicht. Warum gehen wir nicht alleine in dieses Wahrung und suchen den wahren Namen, wenn ihr diesen Menschen doch nicht traut? Weil es sehr, sehr weit weg ist und wir uns durch Armeen und Armeen von Untoten kämpfen müssen dafür. Dann ist dies eine Aufgabe, deren Last wir auf uns nehmen müssen. Und weil wir andere Aufgaben haben, als nun einer goldenen Gans hinterher zu rennen. Aber ist dies nicht der gleiche Weg nach Osten?
Es ist der gleiche Weg nach Osten, ja, aber der Weg, den wir gehen wollen, der Weg nach Wahrung, ist ein wenig weiter. Wir müssen den ganzen Monat nach Wahrung laufen. Wir wissen nicht, wie weit wir nach Osten gehen müssen. Das zeigt uns als Panel nicht an. Wisst ihr aber denn was sonst, machen? Wie ihr diesen Drachen zu packen bekommt? Wir haben doch im Grunde zwei Aufgaben. Hier den Drachen aufhalten und wer auch immer am Ende von diesem Pendel steht, zu finden. Sehe ich das richtig? Warum ist das Pendel wichtig? Was machen wir denn mit der Person am Ende des Pendels? Wir bringen sie nach Garret. Oder gut. Geben sie jemand, der nach Garret, sie nach Garret bringt. Gut. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Pendel die Wahrheit sagt über den, wen es, zu dem es uns führt. Wenn die Aussage des Pendels zumindest in der bis dahin richtig ist und uns wirklich zu der Person führt, zu der es uns führen soll, können wir dann überhaupt jemand anders diese Aufgabe übergeben? Ja, können wir. Und mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Albrax fällt aus der Liste heraus, denn das Pendel zeigt ja eindeutig nicht auf ihn. Aber wir können Albrax diese Person mitgeben. Warum soll das Pendel auf Albrax zeigen? Nun, das hatten wir einmal als Möglichkeit erörtert gehabt. Nein. Erinnert ihr euch doch? Albrax ist der Hochkönig der Zwerge, nicht der Menschen. Ja, es ging aber darum, es ist ja auch egal. Wir hatten es als Option auf dem Tisch. Von euch? Ja. Ist was ja auch vollkommen wurscht. Dieses Pendel? Dieses Pendel zeigt auf irgendjemanden. Auf Kaiserblut. Und warum ist es wichtig? Sie zeigt uns den neuen Kaiser oder Kaiserin des Mittelreichs. Und warum ist der wichtig? Er ist der Sippenführer. Ich dachte, dieser Anzwin heißt Kaiser. Nein. Und deswegen sagen wir dir nicht, weil du es eh nicht verstehst. Richtig, du bist verwirrt. Wie hilft uns das, den Drachen zu töten? Weil ein wahrer Kaiser uns dabei hilft, den Drachen zu töten, weil der das Mittelreich eint, der uns deswegen eine Armee gibt, die uns dabei hilft, den Drachen abzulenken, damit wir den Drachen töten können. Aber einen alten Drachen mit Armeen zu bewerfen, hat mein Volk zu Genüge versucht. Auf ihn. Das ist richtig. Das hat keinen Zweck. Wir sind gescheitert, wir haben es geschafft. Dann versuchen wir es einfach auszudrücken. Wir versuchen, unseren Sippenführer zu finden, damit die Sippe zu Hause keine Scheiße baut, während wir versuchen, Drachen zu bekämpfen. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Und doch haben wir jetzt die Möglichkeit, nach dem wahren Namen zu suchen. Und in 3 Tagen geht dieser Anzwin fort und ist dann auch fort. Wir haben nicht gesagt, dass wir diese Option ausschlagen bis jetzt. Und doch steht ihr hier und beratschlagen. Frage. Weil der ganzen Weg nach Wahrung zu laufen erstens Selbstmord ist und wir niemals zurückkehren werden und es uns absolut nichts bringt deswegen und zweitens, weil es sehr, sehr weit ist und sehr, sehr viele Feinde dazwischen stehen und wir nicht einfach dorthin laufen können, ohne dass wir nun tot in der Gasse landen. Und drittens, weil wir nicht mal wissen, ob es irgendetwas bringt, dahin zu gehen. Ich glaube auch ein weiteres Problem ist, wir müssen hier sein, wenn diese Information ankommt. Das Ziel ist ja im Grunde, von diesem Alvarans-Kommando dort vor Ort zu sterben, aber das bringt uns ja wenig, weil wir ja die Kugel und auch das andere haben und wir das gebraucht wird, um am Ende den Drachen zu vernichten. Wenn wir das aber dem Drachen am Ende aushändigen, dann hilft der wahre Name uns auch nichts. Nun, die Kugel liegt meistens noch in Garret. Also. Ja, und die Kugel haben wir da gelassen. Ich finde, die und die Axt auch. Wir sollten, ja, habe ich auch gedacht. Auch. Wir sollten auf jeden Fall Albrax in unsere Pläne auch hinsichtlich des Pendels mit einbeziehen. Weil? Weil er die vertrauenswürdigste Person ist, die hier anwesend ist. Und weil warum muss er das wissen? Warte doch einmal. Weil er eventuell Anzin und die anderen begleiten wird und so für uns Ausschau nach einer Person halten kann und weil sein Wort sehr, sehr viel Gewicht hat. Wenn Anzin noch bleibt doch hier. Richtig. Anzin bleibt doch hier. Anzin kommt nicht mit, nur die beiden Fixgeweihten. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber sollte es eine Verquickung geben und irgendwie landet irgendjemand irgendwo und ihr versteht schon, es läuft häufig nicht alles nach dem Plan, den wir haben. Und wir finden uns dann an einem Ort wieder, an dem wir uns eigentlich nicht wiederfinden wollten, dann ist es sinnvoll, wenn eine vertrauensvolle Person wie Albrax darüber Bescheid weiß.
Was soll er denn tun? Das sehe ich auch nicht. Der Mann hat andere Probleme. Der läuft uns dann doch nicht durch die Wildermacht hinterher, weil wir uns nicht rechtzeitig bei dir melden. Das meinte ich doch auch gar nicht. Ja, dann sag mir doch, was du meinst. Also, wenn es zu einer Situation kommen sollte, wie sie schon einmal aufgetaucht ist mit Alara. Ja. Dann ist es sinnvoll, einen Fürsprecher zu haben, dessen Wort Gewicht hat. So wie Albrax. Es ist in dem Fall aber besonders blöd, wenn man einer Person, die eigentlich ein Fürsprecher für einen sein sollte, erst in dem Moment einweiht, in dem sie gebraucht wird. Das kommt in der Regel nicht so gut. Albrax ist der Hochkönig der Zwerge, er ist einer der vertrauensvollsten Zwerge, die ich kenne. Der vertrauensvollste Zwerg, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und sein Wort hat Gewicht. Zwergen. Bei Zwergen, richtig, würde ich auch sofort unterschreiben, aber wenn man uns wegen Hochverrat anklagt, da kann der Hochkönig dreimal im Kreis tanzen und sich auf den Bauch hauen, das macht wenig Unterschied. Aber ihr habt doch gar nicht vor, sie zu verraten. Nein, aber... Mir macht das alles nicht einfacher. Der Hochkönig wäre durchaus eine Möglichkeit, uns hier unten endlich einmal anzuvertrauen, dem wir alles erzählen können, ohne aber befürchten zu müssen, dass unsere Feinden alles in die Hände spielen. Aber warum machen wir das? Damit, wenn wir sterben, nicht alle unsere Geheimnisse und alles, was wir wissen, verloren geht und trotzdem noch jemand diesen ganzen Krieg gewinnen kann. Und? Das kann ich sehen. Um uns im Zweifelsfall weitere Optionen zu ermöglichen. Aber was für Optionen ermöglichen wir uns damit? Das wissen wir noch nicht. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Optionen ergeben sich aus Chancen. Also ich will nichts behaupten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ihr den Hochkönig jetzt fragen würdet, ob er euer Fürsprecher ist für irgendwas, sagt er ja. Natürlich. Ja, dann verändert sich ja nichts durch die Tatsache, dass ihr ihn einweiht. Doch. Es verändert sich, dass er weiß, was los ist. Und er hat eventuell auch noch Informationen, über die wir gegenwärtig nicht verfügen, weil sie vielleicht vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wären. Dann aber mit dem, was wir ihm mitteilen, im Gesamtbild eine neue Perspektive ergeben. Das meinte ich mit Optionen und Chancen. Also ihr hofft, dass er irgendwas weiß, was er uns noch nicht erzählt hat, was uns aber helfen würde. Ja, auch. Außerdem ist Kiaras Punkt ja ebenfalls noch relativ relevant. Oder die Informationen, die wir ihm liefern könnten, bringen ihn dazu, dass er wiederum Puzzleteile zusammenfügt und uns wiederum was sagen kann, was wir beide noch nicht wussten. Warum fragt ihr ihn denn nicht einfach, anstatt sie jetzt darüber zu mutmaßen, was er weiß oder nicht weiß oder tut oder nicht tut? Ich gehe ihn holen. Ja, das ist gut.